Ich habe halt lauter Herzoge unter mir. Das sind lauter kleine Herzoge, die sich auflehnen. Und sogar eine Gräfin. Kann ich die nicht verleihen? Und jetzt sollte mich der doch eigentlich mögen. Tut er nicht. Maurice hat jetzt auf jeden Fall eine Frau bekommen. Ich verstehe nur noch nicht genau, warum der mich immer noch nicht mag. Jetzt ist da dieses kleine Bastardkind. Jetzt ist da dieses kleine Bastardkind. Aber das ist gut geworden, das Kind. Ich hätte gesagt, wir legitimieren das. Dann mag mich meine Tochter auch ein bisschen mehr. Das ist ganz gut. Den legitimieren wir einfach, den Kleinen. Und der tut uns ja eh nicht weh in der Dingsterbumster. Ja, der ist nicht nah genug in der Verwandtschaft. Ich weiß, aber ich bin zu alt, um selber noch Kinder zu kriegen, die ich verscherbeln kann. Ich glaube, meine ganzen eigenen Kinder sind schon vergeben. Der ist vergeben. Ich werde halt keine Kinder mehr kriegen. Also ich könnte maximal meinen Sohn, also Rolf, könnte ich vergeben. Und das damit halt klären. Das könnten wir noch versuchen. Dass wir hingehen und sagen... Aber die haben halt alle Ehemänner. Die haben halt alle Ehemänner. Aber da nicht, guck mal, Haupterbin. So, und da könnten wir jetzt halt Heirat engagieren. Und da könnte ich ja jetzt eigentlich... Kann ich nicht meinen Sohn daher nehmen für? Ich muss den wahrscheinlich erstmal als Konkubinator entfernen. So. Konkubine entlassen. So. Und dann müsste ich jetzt doch eigentlich hier hingehen können und sagen können, Heirat engagieren und kann da jetzt eigentlich meinen Sohn nehmen. Und dadurch haben wir dann ein Bündnis. Das ist das, was wir wollen. Jawohl. Jetzt habe ich meinen Sohn abgegeben. Einen. Einen hergegeben sozusagen. Und damit sollte das auf jeden Fall brechen, wenn er das annimmt. Ja. Geil. Das heißt, der ist jetzt dort schon mal raus. Der war ja eines der Probleme, das wir hatten. So. Können wir da noch was lösen? Können wir da noch irgendwas schrauben? Das ist halt, die sind alle schon, aber das ist alles noch zu weit weg. Vasallenbande enden. Da kann ich halt alles überall nichts machen. Ich kriege die, glaube ich, auch nicht mehr rechtzeitig genug dazu, dass die mich mag. Kriege ich die getötet? Wäre die andere Frage. 21%. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Was ist mit dem? 95%. Diese Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich wesentlich höher, dass wir den noch rausbekommen. Ist nur die Frage, ob wir rechtzeitig sind. Dann hätten wir das auch noch weg. Ich habe nämlich gar keinen Bock auf einen Aufstand in meinem Land gerade. Ich habe gerade endlich wieder ein bisschen Geld. Ich bin eigentlich nicht so motiviert, das jetzt aufzugeben, dass ich gerade wieder ein bisschen Geld habe. Was habe ich in den letzten 20 Minuten verpasst? Nicht so viel. Ich versuche eigentlich nur, mein Chaos gering zu halten. Geil. Die möchte... Geil, dann haben wir das erledigt. Mit dem Hof, das ist für meinen Prestige ganz gut. Großbjott würde gehen. Ich könnte halt ein großes Festmahl mal wieder geben. Ich könnte auch ein Großbjott eingeben, aber das ist halt noch teurer. Und ich habe auch keine Gefangenen gerade, die ich hinrichten könnte. Und mich mögen eigentlich auch viele Leute. Die ist halt echt scheiße.
die ist halt echt, echt scheiße. Ach du heilige Scheiße. Okay. Ratsverwalter haben wir jetzt auch nicht unbedingt gute gerade. Ich weiß auch gar nicht, wie die da drin gelandet ist, weil die ist auch kein Vasall von mir. Ich bin sehr verwirrt, warum die da gelandet ist. Ich könnte den hier reinsetzen. Dann hasst er mich nicht mehr ganz so viel. Aber der ist auch immer noch altasatruisch. Warum? Warum nehmen die das alle nicht an? Es wäre so wichtig, dass wir das Asatruische endlich mal anlegen würden. Gemeinschaftlich hier und davon aufhören würden, das andere festzuhalten. Immer noch so viele ich meine, gut, er ist ein Mann. Also, so gesehen. So gesehen, ja. Aber es wäre doch für ihn auch gut, weil er behält ja seinen Thron. Und seine Tochter, die schon 2 Töchter zur Welt bekommen hat und schwanger ist, würde dann halt auch nochmal erben. Das ist doch eigentlich für ihn auch gut. Weiß gar nicht, was er hat. Hallo, Predex. Geil. Geil, geil, geil. Das bedeutet, dass sein Sohn da auch bald rausfallen sollte. Ach nee, die haben immer noch die Dingsterbumster. Ja, und durch den Aufstand wird mir jetzt der Krieg erklärt. Leider, wenn ich in einem Krieg drin bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mir der Krieg erklärt wird. Und wir haben das mit der Freiheitsfraktion leider nicht rechtzeitig gefixt bekommen. Was bedeutet, dass mir jetzt auf jeden Fall der Krieg erklärt werden wird. In den nächsten paar Monaten. Leider. Leider. Außer ich krieg den Rest rechtzeitig getötet. Aber das braucht halt immer noch 8 Monate. Also ich glaube, dass wir das nicht ganz wegbekommen werden wahrscheinlich. Da wirft eine Unterwerfung. Was soll ich denn unterwerfen? Meine eigenen Vasallen? Wie soll ich denn meine eigenen Vasallen unterwerfen? Ach, guckt mal, mein Sohn hat noch ein Kind zur Welt gebracht. Es sind so viele Kinder. Wir kriegen 9,5 Bekanntheit mittlerweile pro Monat. Freiheitsfraktion einfach aufgeben und ein paar Jahre später einfach die Lehnsautorität wieder hochsetzen. Dafür müssen sie zustimmen, ne? Sie müssen zustimmen, dass ich die Lehnsautorität wieder hochsetzen darf. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Ach cool, ich konnte hier einen Titel übernehmen. Das ist schön. Ich habe allgemein echt viele Titel, die ich die ganze Zeit auch hier übernehmen könnte, aber nicht habe, weil... Das ist egal, alles. Das ist alles in meinem Reich. Ach, das gehört alles... Das hat sich da einfach reingefressen. Mir ist das gar nicht aufgefallen, dass die Nordsee sich da unten weiter ausbreitet und sich mittlerweile in Aquitanien und Westfranken reinfrisst. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Holy shit. Krass. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das da drinnen ist. Die hat da hinten schon wieder so einen Riesenaufstand, aber das kriegt sie schon hin alleine. Geil. Der ist gone. Und damit ist die Freiheitsfraktion RIP. So schnell kann es gehen. Der ist gone. Und damit ist die Freiheitsfraktion RIP. Geil. Geil. So leicht kann es gehen. Problem solved.
Aber der ist immer noch scheiße. Der ist immer. Da haben wir eine kleine Rebellion, aber die ist egal. Ich habe den Liebhaber von meiner Tochter ermordet. Aber sie weiß es nicht. Also ist es halb so wild. Gott, mit wem ist die denn verlobt? Hä? Gott, was stellt die für Dinge an? Bitte gib mir dieses Kind. Danke. Gib mir dieses Kind und lass es mich ausbilden. Zumindest matrilinear. Gut. Solange sie die Ältere nicht verlobt, ist alles okay. Das wäre richtig kritisch. Das wäre richtig kritisch. Oder würde ich ausrasten, glaube ich. Oh, da würde ich ausrasten. Das wäre, boah, das würde mich richtig aufregen, wenn das passieren würde. So, was haben wir hier? Ja, wir haben halt auch keine Artefakte, die wir irgendwie aufhängen könnten oder sowas, ne? Das westfränkische Kriegsbanner. Ich glaube, wir sollten vielleicht hier erstmal unser Dynastiebanner hinhängen. Und sollten vielleicht hier unser Hausbanner hinhängen. Und sollten dann vielleicht eher hier das westfränkische Kriegsbanner hinhängen. Wo es nicht so am Dingsen ist. Ich meine, wir haben eh lauter Sachen, die wir ausstellen können. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht gemacht haben bis jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr, aber es ist zumindest schon mal was. Oh Gott, wir haben Blattern. Okay, Gott sei Dank. Holy shit. Mein Ehemann und Sohn hat Blattern bekommen. Und wir haben da jetzt sehr radikal reagiert, weil ich nicht will, dass sich das weiter verbreitet. Und ich hoffe einfach, dass sich das damit aufgelöst hat. Weil sonst kriege ich einen Anfall. Wenn sich jetzt Blattern hier ausbreitet, wenn sich jetzt Blattern hier ausbreitet, holy shit. Ja, okay, geil. Wir sind's losgeworden. Ich wollte gerade schon sagen. Also, boah. Wait, Ehemann und Sohn? Ja? Ja, Ehemann und Sohn? Blattern ist. Wie heißt das denn? Nee, ist nicht Scharlach, oder? Ich gucke ganz kurz Discord, Luna. Pocken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist mit Abstand der geilste Avatar, den du je gezeichnet hast. Und das meine ich ernst. Ich glaube, das ist mit Abstand der geilste Avatar, den Luna hat sich selbst übertroffen. Heilige Scheiße. What the fuck? Und warum haben wir noch kein Cosplay davon? Poste den mal auch auf Twitter, Luna, damit ich den retweeten kann. Für die ganzen Leute, die jetzt da fragen und so weiter. Holy shit. Holy shit. Das ist echt krass. Das ist sick. So, der Bauernaufstand ist erledigt. Haben wir auch erledigt. Geil. Hallo, Ravna. Sag Bescheid, wenn es da ist.
Nutzen wir den dann auch im Outro, Luna? Den könnten wir richtig gut im Outro nutzen. Ich sag's ja nur. Dankeschön, Köln, für die 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Und Dankeschön, Aimless, für den Prime und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Dankeschön. So. Die ist immer noch fit. Wir sind immer noch fit. Danke, ihr Lieben. Vielen, vielen lieben Dank. Kallio. Da kann ich dir nicht helfen. Bei dieser Entscheidung kann ich dir nicht helfen. Okay, nee, auf jeden Fall nicht faul. Feige auch nicht, eigenwillig. Das ist zwar nicht perfekt, aber eigenwillig ist immer noch besser als die anderen Sachen. Gut, vernachbarte Herrscher haben Kriege. Das kann uns alles egal sein. Sind wir mit dem... Wir sind mit dem nicht verbündet, oder? Was hat der gerade für einen Krieg? Warum kann ich den Religionskrieg nicht auswählen? Ach, weil es alt-asatruisch ist und nicht neu-asatruisch. Deswegen. Es ist fast richtig, aber nicht ganz. So. Hallo, Dude von Wales, der eine Affäre hatte. Ich finde das so lustig, dass bei den ganzen Affären jetzt immer nur die Männer weggesperrt werden und nicht die Frauen. Das finde ich extrem witzig. Und dass ich damit jetzt einfach alles finanziere in meinem Leben. Ich habe auch nochmal 200 Gold gerade gemacht. Dankeschön, Luna. Boah, der wäre schon... Der wäre halt auch mega cool fürs Outro, ne? Ah, der sieht schon super cool aus. Puh. Ah. 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 So. Das hier, was haben wir hier? Was kann er haben? Das brauche ich nicht. Viking Vibes, das ist mega geil, ne? Hallo Predit, ich hab's auf Twitter gepostet. Ich bin ultra glücklich. Es sieht mega wild aus. Ne, Inspirationsvorhaben kann ich mir gerade nicht leisten. Wir wollen endlich mal ein bisschen Geld sparen. Und nicht direkt wieder uns in alles hinein verschulden. Erstmal ein bisschen jetzt wieder Stabilität schaffen in unserem gigantischen Reich, bevor wir weiter expandieren. Wir können gar nicht noch weiter ausbauen. Bis jetzt. Wir können gar nicht weiter ausbauen. Und wir haben auch nicht... Doch, wir hätten genug. Wir könnten noch eine zweite Burg errichten hier. Das finde ich cool. Das ist sehr teuer. Aber wir können eine zweite Burg errichten. Das gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Weil das Hauptgebiet möchte ich nicht hergeben. Das möchte ich nicht hergeben. Das finde ich gut. Es war halt sehr teuer, aber da kriegen wir neue Sachen reingebaut auch.
Freut mich, Max, dass es dir gefallen hat. Freitag um 6 Uhr in der Früh kommt eine neue Folge tatsächlich. Nehmen wir heute auf. Ja, von der lernen wir jetzt noch neue Sachen. Das gefällt mir auch gut. So. Die ist verlobt. Wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht ihr Ernst. Die hat den einfach verlobt. Und das noch nicht mal matrilinear. Sag mal, geht's dem Spiel gut? Dann werden wir den hinrichten. Danke, Max. Dann werden wir den hinrichten. Ich werde doch nicht zulassen, dass die so einen komischen Rüpel da heiratet. Hallo, geht's noch? Ne, das Problem an der Stelle ist tatsächlich, dass sie ein eigenständiger Lehnsherr ist. Das ist die Problematik. Sie ist nicht in meinem Reich. Sie ist eine externe, weil die da, ich hatte die falsch wo reingeheiratet oder irgendwas übersehen gehabt, was das angeht. Und deswegen ist sie nicht in meinem eigenen Reich. Und kann deswegen meine Enkelkinder irgendwohin verheiraten, was absolut nervig und anstrengend ist. Was absolut nervig und anstrengend ist. Was ist das für ein Krieg? Er wird mich, glaube ich, wirklich brauchen dafür. Warten wir mal noch ganz kurz. Schauen wir gleich, wie das gleich hochtickt und wer da alles reingeht. Ach, der holt sich den Anspruch. Der holt sich den Anspruch. Es wird mal Zeit, meine eigene Tochter wieder irgendwie in meine eigenen Reihen zu bekommen. Es wird Zeit, meine eigene Tochter wieder in meine eigenen Reihen zu bekommen. Hallo, Pia Mia. Freut mich, das ist eine gute Entscheidung, spieltechnisch. Aber das ist, ach, da geht's um den. Um die geht's, die müssen wir wegbekommen. Kann ich hier ausheben? Ich muss da drüben ausheben, glaube ich, ne? Ich kann in diesem Gebiet hier nicht ausheben. Und damit mogeln. Nee. Ich muss da hinten ausheben. Oh Gott. Ich habe nicht kommen sehen, dass der da jetzt einfach nebenher auch ranmarschiert und mir auf die Nerven geht. Das habe ich nicht kommen sehen. Er hat sich's aber auch echt schnell anders überlegt. Kann ich nicht. Kriege ich nicht hier noch irgendwie mehr Leute? Ja, 121 ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Also, da sind halt so wenig Leute, ne? Das ist halt alles ein bisschen doof. Oh Gott, feige. Feige oder faul? Ey, lieber faul als feige. Es ist beides furchtbar. Aber lieber faul als feige. Holy shit. Da träumt man von der Tochter schlechthin und dann kriegst du so eine Scheiße.
Das ist schon hurtful. Das sind 5000 Mann. Da traue ich mich tatsächlich gar nicht. Da müssen wir noch mehr Leute mitnehmen. Hat das so ein Totensymbol? Ach, die haben von Anfang an nicht genug Vorräte, oder wie? Die spawnen mit nicht genug Vorräten? Hä? Wie geht das denn? Wie geht das denn, dass die mit nicht genug Vorräten spawnen? Die sind doch gerade erst gespawnt. Das hatte ich auch noch nie. Wild. Gebiet unterversorgt. Nee, das Gebiet ist eigentlich da. Ist halt finish, aber sonst. Ist ganz wild. Hatte ich noch nie so. Ist ganz, ganz wild. So, wir haben da eher dieses andere Problem. Die ist 14 und die heiratet den jetzt bald und ich krieg den nicht tot. Und ich krieg dieses... Ich krieg dieses Verlöbnis auch nicht gebrochen. Und ich krieg die auch nicht irgendwie in mein Gebiet rein forciert. Welches Gebiet müsste ich mir denn holen? Bjammerland. Das Problem ist, mit dem bin ich, glaube ich, verbündet. Das heißt, dem kann ich das halt schwer abnehmen. Aber dem kann ich den Krieg erklären. Und dann versuchen, meine Tochter da reinzubekommen. Dankeschön, Dalkorni. Vielen, vielen lieben Dank für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dass ich den auch nicht tot bekomme, ne? Das ist halt... Das ist halt auch scheiße. Dass die da ihre eigene Scheiße macht und meine Tochter da sonst wohin verheiratet. Vor allem... Nicht mal matrilinear. Das ist halt das, was mich am meisten aufregt. Sie ist halt einfach der Erbe meines ganzen Reichs und sie verlobt sie und das noch nicht mal matrilinear. Es gibt halt keinen Grund, warum. Also, wenn ihr mich fragt, ist das ein KI-Logikfehler, dass sie das macht? Es ergibt keinen Grund, warum sie das machen sollte. Sie hat ja auch, also... Das ist doch nicht aus Liebe. Als ob hier irgendwas aus Liebe entschieden werden würde. Das könnte ich machen, Lupus. Ich habe das halt absichtlich noch nicht gemacht, weil ich mir diese Entscheidung noch aufenthalten wollte. Aber ich kriege ihn nicht tot gerade noch. Ich habe ja schon, der erste Komplott ist ja schon schiefgegangen. Das ist ultra ätzend leider, weil wir auch Spiele ab 18 spielen, Clubella.
Gelische katholische Populisten. Jut. Gelische katholische Populisten. Nice. Haben wir auch wieder mal was gelernt. Hallo Black Pain. Und jetzt kann ich es halt abbrechen. Und so, und jetzt habe ich hier, glaube ich, überall Aufstände. Ja, da drüben. In ganz England. Ist das aber gerade nicht mein Problem. Ja, das ist gerade völlig egal, dass die da ausrasten. Das ist gerade nicht mein Problem. Wir haben erstmal einen Krieg, den wir gewinnen müssen. Und dann kümmern wir uns um die restlichen Sachen. Ich hebe da auch schon gerade wieder viel zu viel Armee aus. So viel Armee brauche ich gar nicht. Ich kann eigentlich... Die kann ich abteilen, die kann ich abteilen. Armee auflösen. So. Das wollen wir alles zusammenlegen. Das wollen wir mit zusammenlegen. Und dann wollen wir eigentlich nur darüber und ganz schnell diesen Krieg gewinnen, damit es erledigt ist. Das ist entspannt. Nicht mein Problem. Das machen wir jetzt gleich. Den kleinen Jungen kann ich zu einem Schildburschen machen, was wir auf jeden Fall tun, weil er einen extra Bonus bekommt. Und dann... Der wäre doch ein guter Ehemann für die Kleine. Gott. Ich muss den anderen Dude doch irgendwie tot bekommen. Ich krieg den auch nicht eingekerkert. Ich krieg den nicht weg. Es wäre ja nicht mal schlimm, wenn es nicht quasi, wenn es halt nicht matrilinear wäre. Es gibt halt keinen Grund, warum sie das gemacht, also warum das passiert. Es gibt keinen Grund, warum sie das hätte machen sollen. Also ich weiß nicht, warum das Spiel das nicht rafft. So, ich habe eine komplette matriarchale, ich habe eine komplette matriarchale Religion gegründet und meine Haupterbin packt ihre Haupterbin in eine nicht matriarchale Ehe zu einem Dude, der nicht mal eigene Ländereien besitzt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, warum das gemacht wurde. Es würde kein Charakter würde das machen. Was für Liebe, Leute. Es ist Crusader Kings 3. Ist die Erbe noch alt, Asatru? Nein, das habe ich auch gedacht. Ist sie nicht. Sie ist asatruisch. Und meine Tochter ist auch asatruisch. Also... Es ist fucking ätzend. Ach. Außerdem könnte das dann trotzdem immer noch matrilinear sein. Also auch wenn es aus Liebe wäre, dann sollte es trotzdem matrilinear sein. Das ist ja das Einzige, was mich nervt, dass es nicht matrilinear ist. Sonst wäre es mir ja Wumpe. So, warum kann ich jetzt hier nicht ausheben? Gut. Nächste Affäre mit dem nächsten Sohn. Großartig.
Nächste Affäre mit dem nächsten Sohn und ich bin schon wieder verschuldet. Das reicht halt nicht, um die alle niederzureißen. Ich muss meine Hauptarmee dahin schicken. Das hat keinen Sinn mit der Nebenarmee. Aber ich muss hier erst die Schlacht gewinnen. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen gerade. Und einfach direkt wieder verschuldet, ne? Das ist halt. Ich bin einfach schon wieder komplett verschuldet. Ich habe einfach zu viel Armee, aber ich kann die Armee auch nicht auflösen. Ich brauche sie, um das Land erhalten zu können. Ich muss sagen, das nervt mich jetzt wirklich. Also, das wäre ja völlig fein gewesen, aber das nervt mich wirklich. Das verstehe ich auch nicht, warum das passiert ist. Also, das verstehe ich wirklich nicht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, ja. Warum sie das angenommen hat. Ich meine, ja gut, der hat 2000 Mann, aber das ist ja irrelevant. Also, das ist ja trotzdem irrelevant. Sie ist die Haupterbin. Also, sie hat halt einfach die Haupterbin von einem Kaisertitel mal eben an irgendeinen Herzog verballert. In einem Matriarch. Wir sind in einer matriarchalen Religion und sie ballert. Also, das ergibt keinen Sinn. Also, es ergibt wirklich keinen Sinn. Warum? Das würde kein. Ja, es ergibt keinen Sinn. Ich kann mich nur aufregen drüber. Ich glaube, das Spiel ist einfach nicht darauf ausgelegt, dass Frauen in der Macht sind. Wenn das Spiel mir die Funktion gibt, das zu machen, dann sollte diese Funktion auch ausgereift sein. Hä? Wann haben die denn jetzt die Macht bekommen, um sich gegen mich aufzulehnen? Die waren doch die ganze Zeit nicht stark genug dafür. Das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass die sich mit in der Zwischenzeit wieder aufgerappelt haben. Das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass die sich dazwischen aufgerappelt hatten. Danke schön, Clubella, für den Prime-Sub. Ey, Leute, wenn ihr noch einmal wahre Liebe irgendwo reinschreibt, dann banne ich euch aus diesem Stream. Was ist wahre Liebe? Das ist Crusader Kings 3. Was für Liebe? Dann müssen wir hier Kriege führen. Und gleichzeitig muss ich diese scheiß Ehe verhindern. Und ich krieg den nicht tot. Ist furchtbar. Die sind nicht durchgebrannt, Mann. Die sind nicht durchgebrannt. Die Mutter hat die verlobt. Kannst du das vielleicht dann als Folgetitel vermerken, also wahre Liebe? Kann einer der Mods, seid ihr eingewiesen worden, kann einer der Mods potenziell hier einen Vermerk machen? Ein Highlight setzen? Geil. So. Und jetzt müssen wir meine Armee dort wieder zusammensetzen. Guck mal, jetzt gehört mir die Nordsee. Kommst du jetzt zu mir nach diesem Krieg? Aber jetzt sind wir spontan sehr groß geworden. Tatsächlich. Wir sind jetzt spontan sehr, sehr groß geworden. Was mich persönlich sehr glücklich macht, weil wir hier jetzt einfach nochmal ein bisschen weiter expandiert haben.
Und jetzt nehmen wir das Ding hier und schieben es hier hin und heben hier noch meine gesamte restliche Armee aus, die ich habe, die ein bisschen mehr sein wird, weil wir jetzt mit dieser gesamten restlichen Armee nach England fahren und dort meine gesamten Vasallen dem Erdboden gleich machen werden. Alle. Die werden jetzt brennen. Die werden jetzt richtig brennen. Und das sage ich auch ohne Drachen. Das ist dieser Unabhängigkeitskrieg, den wir gewinnen müssen. Wie lange brauchen die noch? Gar nicht mehr. Schön. So, wohin fahren wir jetzt? Wir fahren... Na, 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 na. Na, 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 na. Erstmal hier zu den Bauernfraktionen und töten hier den Hauptbauern raus. Der ist in einer der Armeen drinnen. Den müssen wir erwischen. Gut. Let's go. Ist meine Tochter immer noch im Krieg? Ja, die verliert gleich auch Kriege. Aber da kann ich ihr auch nicht helfen gerade. Ist ja auch selber schuld. Also, das hätte auch einfach der Ehemann sein können. Von meiner... Für sie. Oh, guck mal, der ist im Gefängnis. Ehescheidung erzwingen. Ja, ja, ja. Ja! Ja! Genau das wollen wir. Weg mit dem. Und jetzt komm an meinen Hof. Komm an meinen Hof. Komm an meinen Hof zurück. Los, nimm es an. Nimm es an. Komm an meinen Hof. Heirat arrangieren. Den da. Da, den kannst du nehmen. Der ist 17. Matrilineare Ehe. Großartig. Haben wir vielleicht noch einen besseren? Haben wir vielleicht einen ganz jungen, damit die nicht schon wieder 30.000 Kinder kriegen, bevor ich da bin? Den da. Ist der nicht auch bei mir? Der ist nicht bei mir in der Ausbildung. Aber der ist auch Albino. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Der hat halt nicht ganz so krasse Stats. Aber da hätten wir den Albino-Perk. Und den will ich unbedingt drin haben. So, und dann bitte ich, ob ich das Kind auch unterrichten kann. Und dann bilden wir dieses Kind in Diplomatie aus. Und alles ist wundervoll. Geil. Und jetzt kämpft die auch bei mir. Das ist doch schön. Was mich daran erinnert, dass wir ihr verbieten werden zu kämpfen. Weil, wobei, wir haben ja noch eine zweite Enkelin im Worst Case. Wir sollten da nicht ganz so vorsichtig sein. Wir gewinnen die Kriege ja sowieso. Und die ist auch eine krasse Kämpferin. Dann kriegt sie wenigstens ordentlich Stats dazu, bis sie drankommt. Dass sie sich ihre Titel verdienen. So, wir müssen nur da jetzt ein bisschen uns beeilen. Weil die da langsam Kriege gewinnen. Holy moly, was sind denn das alles für Perks? Das ist tatsächlich... Oh, die ist schon schwanger. Hä? Von wem ist die schwanger? Hat die eine Affäre, die ich nicht mitbekommen habe? Oder hat sie mit dem einen Dude einmal Sex gehabt damals? Was ja jetzt egal wäre, tatsächlich. Hauptsache, das Kind geht nicht in seine Dynastie. Also das ist ja egal, solange die nicht verheiratet sind, die kann so viel rumhuren, wie sie möchte. Das ist fein, es darf nur nicht in eine andere Dynastie gehen, damit meine Glaubensproblematik nicht am Arsch ist. Das ist das Einzige. Hallo Conran. Sie ist eine graue Eminenz, also sie ist diplomatisch, sie ist eine Hexe, sie ist reinblütig. Das ist der erste Charakter jemals, den ich gehabt habe, der reinblütig wurde. Amazone, Genie, wunderschön, stark und schwanger. Das haben wir bis jetzt. Mm-hmm.
Es könnte sein, dass wir jetzt Teile von England kurzfristig verlieren werden, weil wir nicht rechtzeitig bei den ganzen Sachen ankommen. Das könnte potenziell passieren. Aber ich habe den Dude vom Bauernaufstand erwischt. Das heißt, wenn ich den jetzt gleich komplett habe, dann... Na, haben wir nicht komplett. Das heißt, wir helfen da kurz mit. Der ist aber gleich tot. Da haben wir die ganzen Bauern auf einmal erwischt. Das ist großartig. Das sind einfach nur Bauern. Das... Ja. Das ist gone. Nummer 1 erledigt. So.